den Prozess frühzeitig aufhalten. Es gibt einen Wissenschaftler, der herausgefunden hat, wie man das schaffen kann. Pat McGeer von der Universität Vancouver in Kanada. Der renommierte Hirnforscher verfolgt eine ganz eigene Idee zur Entstehung von Alzheimer. Auch seine Geschichte stellt die Lehrmeinung über die Krankheit auf den Kopf. Die Methode, mit der er Gewebeproben färbt, erweist sich als Schlüssel zu einer unerwarteten Entdeckung. Normalerweise färbt er Schnitte aus Alzheimer-Gehirn mit den üblichen Farbstoffen, um zum Beispiel Plaques sichtbar zu machen. Doch eines Tages probiert er einen neuen Farbstoff aus. Ursprünglich wollten wir untersuchen, ob vielleicht eine Virusinfektion Alzheimer auslösen könnte. Kollegen gaben uns den Tipp, im Gehirn nach Zellen der Immunabwehr zu suchen und sie mit einer besonderen Färbung sichtbar zu machen. Wir fanden zwar keinen Hinweis auf einen Virus, aber als ich das erste Mal die gefärbten Hirnscheiben sah, fiel ich fast vom Stuhl. Spektakuläre Zellen, die wir nie zuvor gesehen hatten. Nicht altbekannte Ablagerungen wie Plaques erscheinen im Mikroskop, vielmehr Unmengen spezieller Gehirnzellen, sogenannte Mikroglia. Sie kommen nur unter einer Bedingung in so riesiger Zahl vor, wenn das Gehirn entzündet ist. Pat McGeer recherchiert in der Bibliothek. Hat noch niemand vor ihm diese besonderen Zellen in Alzheimer-Hirnen gesehen? Handelt es sich bei Alzheimer vielleicht um eine Entzündung des Gehirns? Schließlich entdeckt er einen wissenschaftlichen Artikel aus dem Jahre 1919. Darin wird über Mikrogliazellen in Alzheimer-Gehirnen berichtet. McGeer erkennt, der Kollege war vor 90 Jahren auf der gleichen Spur wie er. Entzündungen im Gehirn als Ursache für Demenz. Eine Theorie, die in Vergessenheit geriet. McGeer entschließt sich, das zu ändern.